Ja, hallo. Ja, hallo, was macht ihr denn schon wieder hier, ne? Gut, was wollten wir machen, ne? Zum Kräuterladen. Hier liegt ein toter Goblin. Was sagt der Mob? Grüß euch. Gut gemacht, Benton. Ihr habt Mara gerettet. Alter Mann. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja, lasst mich bloß in Ruhe. Endlich habe ich immer meinen Frieden. Ich hoffe nur, dass die Kneipe schnellstens wieder aufmacht. Ich brauche dringend ein Bier. Ja? Hallo? Ja, hallo. Hallo auch. Ein weiblicher Mob. Ich grüße euch. Oh, Terra meinte ja, wir sollen mal auf die Karte achten, die vor Dings auf dem Tisch liegt. Ist das die gleiche wie hier? Ich frag mich halt, das ist doch nie im Leben Ferun, oder? Weil wo ist die innere See? Oder ist das? Und das war... Mal... Da fehlt dann aber einiges. Also wenn das die innere See wäre, das große Eis, na grob, ne, aber irgendwie nicht. Gut, dann gehen wir kurz in die Bürgerhalle und gucken, ob das die gleiche Karte ist. Und dann könnte Terra uns ja mal verraten, was er gemeint hat. Herzlich willkommen mit Benton im Loch. Wo ist eigentlich? Hallo, Donna? Ich glaube, wir müssen sie aktiv wieder mitnehmen. Donna, wieso bist du nicht mitgekommen? Ich dachte, das ist ein Selbstläufer und du hast sie wieder eingeklinkt. Ihr seid also zurück. Soll ich wieder mit euch auf Reisen? Ja, unbedingt. Ach, deswegen konnten wir sie nicht gut begutachten. Sie ist wirklich neutral. So richtig neutral. Ja, mal gucken, wie ihr dann unsere Aktionen gefallen werden. Vielleicht sind wir ihr manchmal zu rechtschaffen. Aber es war gut, dass ihr das gefallen hat, das, was wir getan haben. Hm. So. Ja, es ist die gleiche Karte, aber... Da liegen halt noch mehr Karten drauf. Was ist denn das? Europa? Wahrscheinlich nicht, ne? Ist das Ferun? Aber es stimmt so einiges nicht. Was die Schwertküste ist? Hm, das ist Schuld und da. Aber eigentlich ist die innere See zu und hier ist noch Landmasse. Das hier wiederum könnten dann... Vielleicht hat sich seitdem einiges geändert. Man weiß das nicht, man weiß das nicht. Ich habe hier nur die Karte von der 4. Edition hängen. Und das Meer der gefallenen Sterne oder die innere See heißt nicht umsonst so. Die ist umhüllt und umschlossen. Da Fargan, der Kräuterhändler, und Fiona, die Schmiedin, haben wir auch noch am Start. Mit denen können wir auch noch reden, bevor wir in die Wildnis ausziehen. Und was macht dieser Dreckhaufen hier? Oder ist das ein Sack? Das sind natürlich wichtige Fragen, die wir begutachten müssen. Hm. Und noch ein Hund. Hi. Der Hund fletscht die Zähne und knurrt. Er scheint ihn offenbar bei irgendwas zu stören. Beim Rumlaufen und Schnüffeln. Und patrouillieren. Oi, tritt euch die Füße ab, bevor ihr eintretet. Bishiva oder so. Oh, da hat wohl jemand seine Schulden nicht bezahlt. BioWare ist aufgeklappt und geknickt. Geht man so mit Büchern um? Ah, Bent, nicht wahr? Schön, euch unverletzt anzutreffen. Eine widerliche Angelegenheit, diese Sache mit den Kobolden. Meister Drogan ist ebenfalls wohl auf, nehme ich an. Nö, nicht so ganz. Deshalb bin ich hier. Man hat ihn vergiftet. Selbstverständlich will ich helfen, wenn es geht. Was kann ich tun? Ihr könnt ein paar Münzen spenden. Die Heilmittel sind teuer. Ich brauche einige Kräuter. Tressym, Zunge, Holzkohle und Helmdornbeeren. Hm. Zufälligerweise habe ich etwas Tressym, Zunge und Holzkohle bei mir. Hier nehmt es kostenlos, versteht sich. Aber die Beeren.
Die Schneebären werden ein Problem sein. Was die Helmdorn-Bären angeht, so könntet ihr Mara in der Taverne fragen, ob sie noch welche hat. Letzte Woche habe ich ihr meine letzten Vorräte verkauft. Okay, sehr gut. Gut, dass wir sie befreit haben. Kann ich sonst noch etwas für euch tun, Benton? Habt ihr hier in der Gegend Kobolde gesehen? Nein, die Stadt wurde gerade überfallen, aber Kobolde hat er nicht gesehen. Oh, vor nicht allzu langer Zeit haben sich noch eine ganze Menge direkt vor meiner Haustür herumgetrieben. Ich habe sogar den Wachen helfen müssen, sie zu vertreiben, was uns glücklicherweise auch gelungen ist. Aber davon abgesehen weiß ich nur noch, dass eine Gruppe von Norden ausgekommen sein muss. Wie ich hörte, soll sie Hügelspitze durch das Tor wieder verlassen haben. Sie sind durchs Tor abgezogen? Das erscheint mir seltsam, dass sie erst im Dorf Verwüstung anrichten und dann wohl erzogen durch die Vordertür abziehen. Hm, hoffentlich kommen sie nicht wieder. Ich habe noch nie so aggressive Kobolde gesehen. Ich würde es gern, was ihr im Angebot habt. Aber sicher, als einer von Drogans Studenten bekommt ihr natürlich auf alle Waren Rabatt. Oh, sehr schön. Oh, Dinge. Waldläufer-Dinge. Stiefel der Zähigkeit. Viele Dinge, die für Waldläufer geeignet sind. Ein Langbogen. Ach, wie schön. Eine Keule. Nein, das sind nicht so viele Dinge, mit denen wir was anfangen können. Hier Rindenhaut wäre noch ganz nett. Oder nee, ist das Gegengift? Teilweise Genesung ist auch mal wichtig. Aber dafür haben wir einfach noch zu wenig Gold. Weisheit plus 1. 2100 können wir uns auch noch nicht leisten. Wir können uns eigentlich so einiges noch nicht leisten. Heilertaschen. Plus 1. Plus 3. Das ist jetzt nicht so die Preisspanne. 74. Und Quarz und so Sachen für Fokuskristalle hätten wir hier auch noch im Angebot. Die können wir einfach mal kaufen, würde ich sagen. Hier die Sachen, weil ich glaube, Quarz hatten wir relativ viel. Ne, Quarz haben wir gar keinen mehr. Ja, dann wird erstmal Quarz gekauft. Ist ja nicht so teuer. Ich weiß, wir finden die auch so. Aber war Amethyst überhaupt in der Beschreibung? Ich glaube nicht, ne? Aber Feldspat, glaube ich. Oder auch nicht? Wir nehmen den jetzt einfach mit. Wenn wir schon dabei sind, eine Heilertasche plus 1. Oh, den können wir uns schon gar nicht mehr leisten. Gut. Wir haben unseren Kram für Blödsinn ausgegeben. Und, ach ne, wir reisen noch gar nicht zurück. Wir wollen... Ja, tritt euch die Füße ab. Wir wollen erst nochmal mit der Köchin reden. Die Köchin, wo war die nochmal? Ich muss euch einen Moment sprechen. Was? Schon? Ich wollte doch noch... Ich wollte doch noch die Kräuterzutaten für die Köchin. Naja, okay. Gut, dafür habe ich immer Zeit. Donnerwetter! Als wir nach Hügelspitze reinkamen, fiel mir auf, wie sehr es sich verändert hat. Überall Kobolde. Muss ein schlimmer Kampf gewesen sein. Und wir waren mal wieder nicht da, genau wie bei Drogan. Ja, mach nur ein schlechtes Gewissen. Danke für den Hinweis. Ja, da hätte ich auch hart gekämpft. Die Leute hatten wohl keine andere Wahl, sicher. Sie befanden sich auf ihrem eigenen Grund und Boden, aber über Meister Drogans Fertigkeiten können sie gewiss nicht verfügen. Sie haben wohl einfach eine Schaufel in die Hand genommen und das Beste gehofft. Scheinen sich aber wacker gehalten zu haben. Nun ja, relativ. Einige mussten schon ihr Leben lassen. Genau wie bei Drogan. Dafür, das werden die Kobolde büßen. Nein, der lebt doch noch. Was hast du für ein Problem? Sie hätten härter kämpfen müssen. Vielleicht sind noch ein paar Kobolde übrig, die wir wegputzen können. Gute Idee. Es waren so viele beim Angriff dabei, dass sicher noch irgendwo welche stecken. Wir werden sicher nicht zu kurz kommen. Schauen wir uns noch einmal ein wenig um. Wir räumen ein bisschen auf, sammeln ein paar Münzen ein und sehen dabei für die Einheimischen wie Helden aus. Ihr seid doch nicht nur des Goldes wegen dabei, oder? sollen wir uns ein bisschen bei ihr einschleimen? Ja, komm. Kommt, lass uns einfach weitergehen. Wir haben noch eine Menge zu tun.
Ja, finde ich auch. Wenn du diese Einstellung hast, wieso hast du uns überhaupt angehalten? Wir müssen erstmal noch ein bisschen Holunderbeeren oder wie die auch heißen, nochmal holen bei Mara. Wo ist sie denn? Hier. Schön, euch zu sehen. Ich bin hergekommen, um euch nach Holmdornbeeren zu fragen. Habt ihr noch welche? Kann sein, wenn die Kobolde, die sie nicht gefunden haben, müssten noch welche im Topf auf dem Herd sein. Bedient euch. Oh, danke. Guck mal, immerhin etwas. Zum Glück haben wir die schon befreit. Fisch. Topf beim Herd. Ah, da, Kochtopf. Tatsächlich. Ist begehbar gemacht worden. Gut, Heilmittel für Droger. Haben wir alles am Start. Wir gucken noch mal ganz kurz in die Kiste. Fleisch. So viel Fleisch brauchen wir nie im Leben. Und in diese Kiste. Ein bisschen Belladonna. Komm, Belladonna nehmen wir mit. Was habe ich hier? Hallo? Okay, er will es nicht stacken. Alles klar. Gut, dann haben wir hier noch unsere Zunge. Das ist tatsächlich eine Zunge. Die Helmdornbeeren. Kommen auch mal zu den Ingredienzien. So, Quarz im Harz. Wer kennt das nicht? Gleich ein bisschen Fokuskristalle herstellen. So, was ich eigentlich sagen wollte. Wir haben jetzt alle Zutaten und können jetzt einmal den Ring ausprobieren. Terra meinte, es geht auch auf die Erfahrung. Also wir werden ein bisschen Erfahrung einbüßen. Deswegen werden wir jetzt einmal gucken, wie viel wir haben. Wir haben 1121, wenn wir den Ring benutzen. Haben wir einen Fokuskristall verloren. Und immer noch 1121. Ich glaube, Terra meinte, wenn man stirbt wahrscheinlich, dann büßt man Erfahrungspunkte ein. Gut, dann reden wir mit Ayala. Gibt es Neuigkeiten über die Artefakte? Und werden einmal zusehen, dass wir Drogan helfen. Nein, aber ich habe einige der Zutaten, nach denen ihr gefragt habt. Den Göttern sei Dank. Zeigt mir, was ihr da habt. Alles. Gut, gut. Ich habe jetzt alle Zutaten, die ich für Drogan brauche. Vielen Dank, Benton. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Hier, das sollte reichen. Hoffentlich werden wir bald eine Verbesserung bemerken. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Nö. Dann wünsche ich euch viel Glück, Benton. Kommt zu mir zurück, sobald ihr etwas herausgefunden habt. Jo, werden wir machen. Jetzt gehen wir aber noch mal kurz ins Labor. Stellen noch mal eine Runde Fokuskristalle her. Wir sollten die Tür schließen, ja? Es ist ein bisschen zugig. Die Energiekosten, ihr wisst schon. Ja, ja, alles gut. Und dann war da, glaube ich, noch ein anderer. Ach, die Schmiedin war da noch. Die werden wir auch noch besuchen. Und dann sind wir bereit für die Außenwelt. Ich stelle noch mal Fokuskristalle her. Phenalob, Aventurin, Feldspat und Amethyst. Wirklich alles. Okay. Jetzt lassen wir das Labor mal in Ruhe. So, wir brauchen Quarz. Ach, der liegt da dann einfach. Okay. Das ist ja easy. Man muss sich ja gar nicht mehr rumswitchen. Jo! Die Frage ist, ob das Herstellen der Fokuskristalle vielleicht Erfahrungspunkte verbraucht. Auch das können wir gleich mal gucken. Aber ich glaube, da hätte uns das Spiel schon drüber informiert. Andernfalls, wie gesagt, denke ich... Malachit gehörte, glaube ich, nicht dazu, ne? Im Gegenteil, wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Okay, aber die haben wir wahrscheinlich bekommen, weil wir die Quest abgeschlossen haben mit den Heilmittelzutaten.
Und durch die Tür. Gut. Jetzt, wir sehen uns gleich bei der Schmiedin. Und dann sind wir morgen auf dem Weg auf der Fährte der Goblins. Kobolde. Ich sag das immer falsch. Bis gleich bei der Schmiedin. Was ich auf dem Weg gefunden habe. Ich glaube, das war letztes Mal noch nicht so. Ich meine, abgesehen davon, dass es sehr schnell blühende Gräber sind, weiß nicht, ob das hier eine sich verändernde Umgebung ist. So. Fiona, die Schmiedin. Was braucht sie? Vielleicht braucht sie noch was. Zutaten, die wir finden können. Oh, ein Blutfleck. Fiona wird sich schon zu helfen gewusst haben, denke ich mal. Wahrscheinlich kann man einfach aber nur mit ihr handeln. Seid mir gegrüßt. Ah, einer von Drogans Schülern. Es ist mir immer eine Freude, hier ein junges Gesicht zu sehen. Welcher der Schüler wart ihr doch gleich? Ah, ich habe nur Spaß gemacht, Benton. Zieht nicht so ein Gesicht. Ich habe euch nicht vergessen. So alt bin ich nun auch wieder nicht. Nun, seid ihr gekommen, um etwas zu kaufen oder wollt ihr nur vorbeischauen? Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Mit freundlichen Kunden halte ich immer gerne ein Schwätzchen. Was möchtet ihr denn wissen? Habt ihr Probleme mit den Kobolden? Ha! Einer kam hereingerannt. Ich habe ihn mit einem Hammer den Kopf eingeschlagen und die Leiche nach draußen geworfen. Danach habe ich von den Kobolden nichts mehr gesehen. Ihr schwingt diesen Hammer wie ein Zwerg. Kein Wunder, dass sie geflüchtet sind. Das war wahrlich ein Kompliment. Vielen Dank, Dorna. Der Hauptansturm der Kobolde muss mir entgangen sein, als ich in der Schmiede arbeitete. Ich habe mich umgesehen, aber sie waren fort. Der eine, der zu mir reinkam, war vermutlich ein Nachzügler und dazu noch ein sehr dummer. Gibt's sonst noch was? Würdet ihr mir etwas von euch selbst erzählen, wenn es diese Dialogoption schon gibt? Ja. Oh, jetzt gleich? Tut mir leid, war ein schlechter Witz. Manche Leute glauben, dass sie einen merkwürdigen Sinn für Humor habe. Was meint ihr, Benton? Bin ich wirklich so eigenartig? Ihr seid einzigartig, aber eigenartig? Ja, aber ich mag euch trotzdem. Ha, ihr seid wirklich süß. Ich könnte euch ja in den Arm nehmen und euch einen dicken Kuss auf die Wange drücken, aber ich schätze, das wäre unangebracht. Ihr seid wirklich süß. Dieses Porträt halt dazu. Ihr seid wirklich eine seltsame Frau, Fiona. Deshalb mag ich euch. Ich bin auch seltsam. Und euch, kleine Diebin. Ich habe euch sogar verziehen, dass ihr euch damals das Kurzschwert geliehen habt. Ihr habt es gemerkt? Oh, tut mir leid. Also, was wollt ihr über mich wissen? Eines solltet ihr ja inzwischen festgestellt haben, Benton. Leute, die in kleine Grenzstädte wie diese kommen, tun das gewöhnlich aus einem guten Grund. Die meisten von uns möchten nicht über die Vergangenheit reden und oft genug versuchen wir so zu tun, als hätten wir sie nie, als hätte es sie nie gegeben. Was ist euch denn so Schlechtes widerfahren? Sagen wir einfach, dass ich in der Zentilfeste aufgewachsen bin und nur die unangenehmsten Erinnerungen daran habe. Ich möchte nicht weiter darüber sprechen. Okay, okay, okay. Gibt's sonst noch was? Ach nö. Das war alles. Möchtet ihr etwas kaufen? Ja, lasst mal sehen, was ihr zu bieten habt. Ich hoffe doch, ihr spielt auf die Waren an, die ich feil biete, nicht auf meine Oberweite. Hahaha! Tut mir leid, aber alte Witze, die alten Witze sind doch immer noch die besten. Was? Und ihre Reaktion ist unfreundlich? Wahrscheinlich, weil wir nicht mitgelacht haben. Laufstiefel 2247. Wir können uns nicht mal die Zehnerzahlen davon leisten, weil wir so viel Fokuskristall-Sachen verschleudert haben. Ich denke aber, sobald wir in unserem ersten Dungeon waren, sind wir mit Gold zugeschüttet. Und dann ist das alles gar kein Problem. Gut. Nachdenklich in diese Blutlache starrend, würde ich sagen. Bis dann. Lebt wohl. Bis morgen. Tschüss.